Wir betrachten jetzt einen endlichen Automaten, bestehend wie üblich hier aus K, Sigma, Delta, S und F, also Menge aus Zuständen, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand und F. Und wir sagen, dass zwei Worte über dem Alphabet Sigma äquivalent sind bezüglich des Automaten. Und wir bezeichnen das jetzt mit so einem Doppelkringel. Da machen wir ein kleines A unten dran, damit wir auch wissen, welcher Automat das ist. Und wir sagen, UV steht in Relation zu V, wenn das Folgende gilt. Wenn es einen Zustand Q aus K gibt, ich starte im Startzustand, dann lande ich in Q. Das gleiche gilt, wenn ich das U verarbeite. Der Automat läuft los mit U und mit V und beides Mal landet er in ein und demselben Zustand. Und was man sich jetzt auch überlegen kann, dass das auch eine Äquivalenzrelation ist und dass das Ding in rechtskongruent ist. Wenn beispielsweise U in Relation zu V steht, dass dann auch gilt, dass UX in Relation steht zu VX. Wenn ich ein Wort verarbeite und lande sozusagen nach der Verarbeitung des Wortes in einem bestimmten Zustand, dann ist es egal, wo ich herkomme. Einzig und allein ist der Zustand entscheidend, in dem ich mich gerade befinde. Ich bin dann in einem Zustand, nennen wir ihn Q, ja, und es ist egal, ob das Wort mit U oder mit V angefangen hat. Sozusagen die Vergangenheit, was vor diesem Zustand war, ist eigentlich ganz egal, ist gleichgültig.